hier sind wir bei der nächsten Folge Minecraft ohne große Anmoderation. Ich gehe in die Mine und buddel und natürlich ist auch wieder der Marius bei mir. Genau. Trö. Mit sehr femininem Minecraft-Skin wie immer. Demetra. Genau. Dö. Die schon wieder Hunger leidet. Das ist normal. Die entweder ist sie normal hungrig oder ist hungrig nach Sex. Oh. Was auch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass uns unter die letzte Minecraft-Folge fast keine Sau Kommentar geschrieben hat. Irgendwie gucken die auch kaum noch Leute. Egal. Haben sie zu lange warten lassen, jetzt rächen sie sich. Dafür produzieren wir jetzt umso mehr, wenn uns keiner mehr zuguckt. Das habt ihr jetzt davon. Genau. Jetzt müssen die paar Leutchen, die wir noch haben, das alles alleine gucken. Und mein Minecraft spackt so ein bisschen rum. Daran müsst ihr euch jetzt für die Folge einfach gewöhnen. Wir versuchen das mit der Theorie der angebotsgesteuerten Nachfrage. Oh ja, super. Um das mal richtig elitär hier jetzt werden zu lassen. Ja, ja, weil Wir schaffen Interesse an den Videos dadurch, dass wir mehr Videos produzieren. Genau, gibt's viel Spielzeug, kauft's auch jeder. Ich würde mal behaupten, ich mache mir mal gerade eine neue Pickaxe. Ich habe das irgendwie gerade Und eine Fackel, wenn möglich. Ja, kann ich tun. Ah ja, übrigens nicht, dass ihr euch wundert, wir haben gerade vor der Folge die Drops aufgeteilt, weil das hätte dann wieder unnötig Zeit gefressen und das will ja eigentlich auch keiner sehen. Genau. Eine Fackel. Ich bin wieder durch Gravel durch. Das sind wieder Steine. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss immer an Gravel in der Vagina denken. Oh, bitte. Ja, das ist so eine Art Bekanntschaft, die wir jetzt gemacht haben. Ja, leider. Aber wir wollen mal nicht weiter drüber reden, weil ja, das wäre sowas wie Rufmord, ne? Ja, das hinterher kriegen wir noch auf den Sack. Ich hab dir aber... Ich kann zwischendurch durch Wände sehen. Ich hab einen Wallhack. Ja, ja, das hab ich gefühlt so ziemlich immer, wenn ich in viel zu dunklen Raum gehe. Auch nein, im echten Leben. Bei mir verschwinden zwischendurch einfach gerade mal alle Wände und es wird so Lava und drumherum angezeigt. Ich glaube, ich habe meine Grafikkarteneinstellung mal wieder versaut. Ach, ja. Das ist bei mir normal. Das immer wenn ich nachts durch mein Haus laufe, dann sehe ich halt bis zum Erdkern. Wen interessiert's? Who cares? Ich habe mich dran gewöhnt. Naja, aber hier ist es auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen sehr eklig. Das werde ich jetzt, glaube ich, gleich... Also wir wollten ja eigentlich durchgängig aufnehmen. Ich glaube, diesmal unterbreche ich einmal kurz die Aufnahme, nur um Minecraft neu zu starten, damit das aufhört. Und oh. Jetzt weiß ich ja, warum ich hier ständig durch die Wände gucken kann und warum mir das so spanisch vorkommt alles. Oh. Guten Tag, Los. Creeper. Oh nein, hey, gleich ein Canyon gefunden. Ja, und verdammt viel Eisen, ich baue mich da mal gerade rüber. Also ich gehe da nicht runter, ich bin ja nicht lebensmüde. Ich gewöhnt euch mal gerade an dieses komische, dass ständig der Hintergrund verschwindet. Ich gewöhne mich da gerade auch dran. Das ist wie wahrscheinlich irgendeine Grafikkarteneinstellung, dessen Name mir gerade nicht einfällt, funktioniert mit Optifine nicht ganz so wunderprächtig. Hallo Creeper. Also hier ist auf jeden Fall extrem viel Kohle und Eisen, aber ich gehe da unter Garantie nicht runter. Sonst kommen wir hier nie wieder raus, ey. Hüpfen. Naja, irgendwann kommen wir wieder raus. Und wenn es nur deswegen sein wird, weil wir qualvoll sterben werden. Ja, ich habe hier mal... warte mal, ich mache dir noch hier einen breiter. Das ist mir hier irgendwie zu... Ein Fackelchen. So, ab Fackel. Bumm. Boah. Und es wäre ein Licht. Ah, dahinter ist gleich noch mehr. Oh, ist das toll. Cluster. Zack. Hast du eigentlich jemals The Void gespielt? Ich habe davon gehört, aber ich weiß jetzt gerade noch nicht mal, was es ist. Ach, davon hat mir heute ein Bekannter erzählt. Meinte, wenn ich mal wieder Bock irgendwie hätte auf ein seltsames Spiel oder auf ein Let's Play über ein seltsames Spiel, dann sollte ich doch The Void. Vielleicht machen wir ja einfach The Void mit Co-Moderator, wenn ich es finde. Und wieso kriegst du gerade Schaden? Kann das sein? Weil ich kein Futter habe, das habe ich ja gesagt. Ich leide Hunger. Ja, ja, gut. Ich hol Zombie-Fleisch. Mach das, aber da wirst du nicht weit kommen, das ist das Problem, weil du musst davon genug essen, damit es voll aufgefüllt ist. Das ist das Problem. Ja, ja. Ich baue mich hier mal gerade runter seitlich. Um an das nächste Eisen. Warte mal, ich habe noch 5 Health, aber nichts zu futtern. Ja, das ist normal, das geht nicht ganz leer, nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Normalerweise ging es immer auf 3 runter, dachte ich. Nee, Hälfte. Oh. Nur auf Hard geht's ganz leer. Und teilt so Sachen wie Dings, Dead is Dead Mode und Hardcore-Scheiße. Dead is Dead. Ja, das Hardcore. Ich habe voll nicht sich das bloß ausgedacht. Wir haben. Ach nee, das sind keine Äpfel, das ist Redstone. Cool, ich kann durch den Boden. Verdammt. Lecker Redstone. So, ich habe jetzt auch nur ein Rotten Flash habe ich rein theoretisch dabei.
Weil das wird alles nicht reichen, um deine Hilfbar komplett aufzufüllen. Naja, wir haben auch. Ah ne, wir haben Sugar Canes. Ah, ich kenne nichts in dem Texture Pack. Ich hab gedacht, das wäre Weizen. Ja, das. Egal, ich fress das Rotten Flash, dann wird die Kiste wenigstens mal langsam leer. Oh fuck! Das ist auch geil, weißt du, du bist unten in dem scheiß Canyon drin, da darf ich jetzt erstmal wieder reinrennen, um die Drops zu sammeln. Du bist in dem Canyon drin, ich baue mich da so lang, auf einmal fallen zwei Creeper von der Decke und sprengen mich. Ja, ja. Die sind wirklich von oben runtergefallen. Ganz normal in der Minecraft-Welt. Die sind einfach von der Decke gefallen. Was soll der Scheiß? Ich geh mal da runter und schau. Oh, yeah, Zombie. Da lauert ein Zombie. Hau den mal da runter. Tschüss. Runter mit dir. So, jetzt müssen wir da rüber. Ich will dich jetzt nicht da runter pushen, deswegen. Ja, also. Deswegen bleib ich stehen. Hier und dann bin ich hier lang und dann bin ich darüber, genau. Guck mal, so es würde helfen, wenn du hier auch eine Fackel platzieren würdest. Ich muss jetzt erstmal an meine Drops kommen. Ich glaube, das wird jetzt schwieriger, als ich dachte. Ah, okay, es geht. Meine Katze ist gerade in mein Zimmer getreten. Du hast eine Katze? Ich hab drei Katzen. Ich weiß, wusste nur was von einem. Irgendwie hatte ich einen Hund im Kopf. Ich weiß nicht wieso. Nee, kein Hund. What the f. Meine Infos sind veraltet und schlecht. Wir hatten nie einen Hund. Meine Infos sind schlecht. Punkt. Ja, nichts veraltet. Die waren immer falsch. Ich hab hier unten gerade so ein bisschen Angst. Zu Recht, glaube ich. Genau. Weil ich mein Inventar umbauen muss und da kommt ein verflammter Zombie und das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich muss gerade die Katze streicheln, ich kann dir nicht helfen. Ich möchte nicht sterben, Mutti. Meine Katze ist schuld daran, dass du stirbst. Ja, das werde ich ihr ewig vorhalten. Sollte ich sie jemals zu Gesicht bekommen, werde ich es ihr erzählen. Miau. Miau. Ja, wälzt dich bitte auf der Plastiktüte. Das haben die sowieso immer, so Kartons und Plastiktüten, ja. Und so ein Scheiß. Ist... Hallo. Hallo. Ich hab's überlebt. Ui. Ich hab mein Zeug wieder. So. Aber da einfach mal hier Fackel hinmachen. Duck. Da guck mal, das Kohle. Ich will da nicht nochmal runter. Ich bang's da unten. Nicht, dass mir wieder der Creeper auf den Kopf fällt. Ach, da unten planscht das los. Spreng dann der Wand hoch. Also ich bekloppt. Weiß nicht, wie oft ich jetzt hier schon irgendwie gestorben bin. Ich weiß gar nicht. Ich kenne ja nur einen anderen Let's Player. Es gibt ja nur einen anderen Let's Player, der Minecraft macht. Ne? Es gibt ja nur mich und... Eigentlich gibt es ja auch nur noch Gronkh. Und ich weiß gar nicht, ist Gronkh mal in seinen Let's Plays gestorben? Ich meine, der rennt immer nur vor den Viechern weg. Kann das? Ich habe keine Ahnung. Ich guck das nicht. Weil jedes Mal, wenn ich den irgendwo bei Gegnern sehe, wenn ich habe das mal irgendwie durch Zufall gucken müssen. Und es gibt noch andere, aber halt nicht keine Natürlich Deutschen. Natürlich gibt noch andere. Es gibt auch das Mirko gab's, gibt's. Ich weiß gar nicht, ob der jemals Minecraft hatte. Nee, er hat kein Minecraft gemacht. Toby Sushi, Games gäbe es. Sushimaru gibt's auch noch. Der Bruder von Iblali. Iblali. Ja. Iblali kennst du doch bestimmt. Nein. Nein? Ich muss sagen, ich bin in der Szene nicht so bewandert. Ah, okay. Jetzt bloß wieder angefangen, wieder eins meiner Lieblings-LPs auf Englisch zu gucken. Ja, wir sind ja Hipster, wir müssen alles auf Englisch gucken. Naja. Ist normal. Machen Hipster so. Game of Thrones habe ich auch auf Englisch geguckt. Falls das jemand was sagt. Rüffel jetzt auf RDL2. Auf Deutsch? Ja, ich verstehe nicht, wie, warum zur Hölle RTL2. Ich verstehe ehrlich, weil die Geld haben. Punkt. Und weil das anscheinend nicht bekannt genug oder was auch immer ist für RTL und die damit nicht genug Einschaltquoten generieren. Ich glaube irgendwie fast, es liegt daran, weil die Serie einen sehr hohen Sexanteil hat. Da hatten die, glaube ich, bei Merlin und King Arthur von den ganzen Scheiß oder hier The Tudors auch kein Problem mit. Aber die lief, glaube ich, auch auf RTL 2. Die Tudors. Ja, und aber irgendwann später lief es auch auf Pro7. Ja. Die Tudors. Und jetzt läuft es irgendwie. Ich habe irgendwann mal durchs Fernsehen gesetzt, so um 1:30 oder so. Und da läuft irgendwie auf ARD oder ZDF Neo oder so die Tudors. Ja. Und dann versuche ich mir mal vorzustellen, wer außer Schülern, die irgendwie in den Ferien und bis 1:30 wach bleiben können, bitte Tudors guckt auf ZDF Neo. Das ist allgemein so. Das ist auch interessant, bei den öffentlichen Rechtlichen ist mir das öfters aufgefallen, dass die einfach mitten in der Nacht, wenn sie dann mal anständiges Programm zeigen, wird das irgendwie immer mitten in der Nacht gemacht. Ja, ja. Das ist immer so bei denen. Ich weiß es nicht. Das finde ich auch so ein bisschen... Das kommt also mir irgendwie auch ein bisschen spannend vor. Was durchgängig gutes Programm hat, das sind irgendwie immer die Spatenkanäle bei denen inzwischen. Ja.
Ansonsten kannst du das alles nicht gucken. Ja, das ist wie mit den ganzen Sachen hier, hier die ganzen speziellen Sender hier von wegen Action, der ganze Kack. Die da immer so total auf eins immer. Festival läuft, auch eine interessante Serie. Ja. Hier zum Beispiel Cold Mirror. Hat ja schon seit einer Weile. Das ist eigentlich schon alter Kaffee, dass die da was macht. Ja, aber das finde ich trotzdem lustig. Das muss man auch mal überlegen. Von einer YouTuberin, die einfach nur irgendeinen Schmarrn hochgeladen hat, in Anführungsstrichen. Ja, irgendwelche Harry Potter Resynchronisationen. Oh. Ja, ja. Die waren toll. Also zumindest Einstein. Mehr habe ich nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Harry Potter und Einstein, Harry Potter und der Kelch der Schlampen und so ein Scheiß. Der geheime Pornokeller. Ja, der ganze Kram. Der Plastikpokal. Genau, der Plastikpokal war es. Ja, ich habe gerade auch nach dem richtigen... Plastikpokal habe ich Teil 1 geguckt, aber weiter auch nicht. Also die waren schon toll. Und beste Freunde sein. Oh, nein. Ich bin French Tea, Alter! Naja, aber anstatt jetzt hier irgendwie bei anderen YouTubern alles wegzumopsen. Ich bash ja nicht. Nein. Gib mir nur meine Meinung kund. So, machen wir mal hier weiter, hier rüber. Ich weiß nicht, jetzt habe ich gleich hier wahrscheinlich ein komplettes Brückensystem gebaut, weil ich einfach nicht auf den Boden dieses Canyons. Komm mal hier hin. Komm mal hier rüber, Zombie. Stimmt, ey. Da hat er bestimmt Lust drauf. Ich wette mit dir, der kommt mir gleich entgegengesprungen, der will mich umarmen. Jetzt ehrlich, ich nehme lieber mein Schwert in die Hand. Komm her. Ich hab ihn getroffen. Ich sehe es, ich höre es. Ich hab mich aber erschrocken. Ich bin live dabei. Ich hab mich erschrocken, als ich ihn getroffen habe. Okay. Ich hau dir ins Gesicht. So, was hast du jetzt davon? Seit wann droppen die bitte Eisen? Warum nicht? Ist doch nett. Ja, ich finde das auch nett, aber das ist mir trotzdem neu. Korrigiere mich einer, wenn das irgendwie schon seit einer Ewigkeit da drin ist, aber ich könnte schwören, das ist irgendwie erst seit 1, 2, 3. Und ich kann gerade durch alle Wände sehen. Also da ist eine Höhle und da ist eine Höhle. Minecraft sind überall Höhlen. Ihr könntet das jetzt mal aufhören, ich sehe mit dem Boden unter meinen Füßen nicht. Alter, jetzt muss ich nach der nächsten, also beim Ende der Folge definitiv noch korrigieren, das kann ich nicht durchgängig aufnehmen, ey. Die Leute, die das sehen, denken, das ganze Ding spastet hier rum. Ich will nicht darunter, obwohl da so viel Eisen ist. Naja, in der Nähe der Lava ist ja noch relativ sicher. Halbwegs. Solange du nicht in die Lava trittst. Da unten ist auf jeden Fall ein Slime, so viel sei mal klargestellt. Slime, Slime, Slime! Für Sticky Pistons. Ja, ich stelle mir das immer sehr lustig vor für Leute, die versuchen, Survival irgendwie ohne Gegner zu spielen. No Sticky Pistons. Shit. Und auch so ziemlich viele andere Sachen nicht, wie zum Beispiel Wolle. Ja doch, Wolle, wenn du Tiere hast. Ja, Wolle schon. Kannst ja immer noch Schafe killen. Ja, stimmt. Ja, ich vergaß. Aber Tränke und so weiter, das zieht dann schon mal nicht mehr. Ja gut, wozu brauchst du auch Tränke ohne Gegner, gegen die du das eigentlich wirklich einsetzen kannst? Ja, so Sachen wie Verschneller, also Beschleunigung. Auf jeden Fall, wenn wir uns hier noch höher bewegen, können wir auch die Lava abzapfen und uns irgendwann vielleicht mal ein Obsidian-Portal gießen. Ja, das definitiv steht auf dem Plan. So, habe ich mich erstmal hier rüber gebastelt. Ach, da unten wird's ganz einfach, da fließt sie gleich irgendwo unten aus dem Loch raus. Wie viel Eisen haben wir? Ich habe jetzt, warte, ich baue gerade noch eins ab. Ich baue auch noch zwei ab. Was zur Hölle ist denn hier los? Also vier, ich meine geschmolzen, haben wir geschmolzen schon genug für einmal? Ja, also oben ist auf jeden Fall noch sechs fertiges drin. Und eins habe ich noch hier, also sechs haben wir schon mal. Das reicht auf jeden Fall für einen Eimer. Gut, also dann muss man hier oben bloß noch ein bisschen ausleuchten und dann kann man vielleicht mal uns wirklich runterwagen. Ja, ich glaube auch. Okay, das war Gravel, das war ein bisschen sehr dämlich, das jetzt da zu platzieren. So, ich glaube, ich ziehe hier einen zweiten Boden ein, einfach weil wir es können. Aber das ist doch schon mal sehr gut hier mit den gebauten Gängen und so weiter. Dann müssen wir ein bisschen Licht machen, brauchen wir ein bisschen Holz für. Wir müssen uns halt mal wieder überhaupt oben raustrauen. Ich schaue mal, wie viele Gegner vor der Tür gerade stehen. Ja. Und welche Tageszeit wir haben. Wahrscheinlich nachts, aber dann können wir immer noch ins Bett gehen. Das klingt irgendwie ziemlich... Ja, egal. Zuck, zuck. Du warst derjenige, der vorhin Demetras Sexsucht angesprochen hat. Ja. Und es scheint... Nee, es ist Nacht. Es ist Nacht, dann machen wir es einfach mal Tag. Ja, ich habe das da unten zugebaut, weil ich könnte schwören, dass der Zombie und das Skelett, was letztens hier drin stand, dadurch reinkamen. Ja, danke, ich kann gerade einfach da zu. Jetzt hat er das mit dem Schlafen. Ah, meine Güte. Ich hatte bis vorhin noch voll die Kopf... Oh, hallo, Creeper. Warte mal, ich pack mal den ganzen Scheiß, den ich hier drin habe, einfach da rein, bis auf die Axt und den
Wir brauchen eine neue Truhe. Ich habe aber noch genug Holz dabei. Aber ich habe sogar noch 64 und 35. Was laber ich eigentlich für ein Mist hier? Derp. Das ist sehr schön. Ich baue jetzt erstmal eine zweite Truhe. Ich baue jetzt zwei Truhen. Einfach nur, um eine Doppeltruhe zu machen. Zack. Und dann hier. Und dann machen wir noch ein bisschen... So langsam wird es hier sogar ganz schön und gemütlich. Ein paar Sticks. Ach, hallo Creeper. Hallo Creeper. Ich hasse das, wenn ich irgendwas crafte und mir ständig ein Creeper vor der Nase rumläuft. Da gab es auch mal in einer Gestrandet-Folge einen Joke drauf, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre. Habe ich irgendwie mal gemacht. Weiß gar nicht mehr wann. Stalker and Creeper. Ja, ich habe auf jeden Fall mal irgendwie... renn jetzt wieder... Okay. Ja, ich habe jetzt da so... Hier, guck mal, 33 Eisenerz. Das ist meine Aussage, oder? Mhm. So, zack, die können wir alle schmelzen, wenn wir Bock hätten. Ja, das ist genug Dings haben wir dafür. Ich packe jetzt mal eben kurz auch die Fackeln da rein, damit du gleich wieder in die Mine könntest, rein theoretisch. So. Dann nehme ich mal die Hälfte mit. Und so, hier sind auch noch 13 Eisenerz in der anderen Truhe und 6 fertige, habe ich ja gesagt. Das packe ich mal eben kurz rüber. Ich bringe das mal eben kurz hier rein. Dann kannst du dir auch den Eimer machen. Hier ist alles da drin jetzt. So, ich gehe jetzt mal eben kurz gucken, ob ich noch ein bisschen Holz hole. Hallo Creeper, danke für die Info. Vorsicht! Ach gut, ich habe ihn früh genug erschlagen, sonst hätte ich dich jetzt weggefetzt. Supi. Ja, ich muss halt irgendwie... Diese Tür macht mich nieder, ey. Ist nur die Frage, wo lagere ich dann die blöde Lava? In der Truhe. Ich kann doch nicht Lava in der Truhe lagern. Na klar kannst du einen Eimer mit Lava in die Truhe tun. Ja, ich will aber nicht jedes Mal neuen Eimer bauen für... Der Eimer geht doch nicht kaputt. Ja, aber wenn ich den Eimer mit der Lava reinhaue, dann kann ich immer nur ein Lava-Block. Du kannst sowieso keine unendliche Lavaquelle bauen, so wie bei... Ja, das meine ich ja auch nicht. Ich weiß schon, dass ich die ganze Zeit wieder runterlatschen muss. Mhm. Auf was suchen wir jetzt? Dann habe ich noch nicht ganz verstanden, was dein Problem ist. Ja, warte mal, ich baue hier einfach nur kurz ein kleines Plätzchen. Wolltest du so einen kleinen Lavasee anlegen? Nee, ich will... Ja, so ähnlich. Ich haus halt immer rein, wo es rein muss. Mhm. Und dann kommt Wasser drüber und fertig. Ach so. Ah, ja, du wolltest... Ach, du willst schon mal eine Ecke suchen, wo du das Portal gehst. Sag das doch. Ja. Ach, das hier habe ich schon. Gut, sehr schön. Einfach hier in den Gang rein, zwischen zwei Fackeln. Ist das? Ja, das ist das. Ja, mach das. Sag mal, gibt's hier eigentlich auch irgendwo Tiere, die man essen kann, anstatt nur Schafe? Naja, Hühner gibt's ab und zu. Ja, ich versuche mich hier gerade vorsichtig vom Berg runter zu bewegen, damit ich die Scheiße... Ich glaube, wir brauchen einfach irgendwann mal ein Feld. Ja, das wäre auch mal ganz sinnvoll. Dann mach doch einfach eine Hure und dann machst du eine Ho. Eine Ho. Flachwitz-Truh. Ja, Problem ist bloß immer, wenn ich versuche rauszugehen, explodiere ich. Also gerade ist davor, also zumindest als ich da lang gelaufen bin, war da kein einziger Creeper mehr, außer der eine, den ich erschlagen habe, in unserem Haus, wohl bemerkt. Aber hier sind jetzt gerade nur Schafe. Ich frage mich auch, warum Schafe kein Essen droppen. Das ist total schmarrn. Wooden Hoe. Warum habe ich eine Wooden Hoe gebaut? Warum hast du eine Wooden Hoe? Also Stone Hoe wäre mindestens drin gewesen. Ja. Also müssen wir ja nicht nutzlos verbraten. Ja, Pickaxes und so ein Scheiß nehmen und Schwerter, aber... Das wird den... Also wird auch reichen. Hier sind nur Schafe. Schafe und nochmal Schafe. Und da unten sind zwei Hühner. Hühner, ich krieg euch. Drei Hühner. Au. Töte sie alle. So, ich... Also eine Spinne geistert hier irgendwo rum. Hallo Huhn. Chicken Nuggets. Komm her, Huhn. Ah, da ist er. Warum greifst du mich an? Es ist Tag. Stirb. Weil du sie gehauen hast. Ich habe sie nicht gehauen. Sie hat jetzt auf mich draufgesprungen. Hier ist auch noch Clay. Clay. Trollo. So, Das ist... Das ist schon wieder eine, ey. Und ich bin tot. Im Haus, oder was? Nein, nicht im Haus. Sondern unten in der... Wenn ich jetzt noch respawnen könnte, wäre das eine sehr gute Gelegenheit. Bitte, bitte, liebes Minecraft. Shit, lass es Minecraft bloß nicht abschmieren, hey. Ah, endlich respawned. Doch. Ich muss mein Zeug holen. Klingt irgendwie... Liegt direkt vorm Haus. Ich habe gerade gedacht, Mensch, die Lichtverhältnisse hier könnte man so viel schöner machen, wenn man nur mal allein diesen blöden Berg hier weghauen würde. Ja, wir haben uns da ziemlich komisch eingenistet, aber kriegen wir alles hin? Das machen wir jetzt noch. Ich erledige das jetzt. Hallo Huhn. Hallo Hühner, yay!
Ich glaube, wir werden Hühnertarier. Das war jetzt die dümmste Aussage. Das war die dümmste Aussage, die ich jemals getroffen habe. Ich könnte jetzt einen sehr rassistischen Witz machen, den vermutlich die meisten Leute nicht mal verstehen würden. Aber die Zeit ist ja eh schon fast rum. Hast du das Ding eingestellt? 20 Minuten. Oh. Hier ist ein buntes Quiz. Ja, wir machen jetzt trotzdem noch. Ich laufe jetzt noch zurück, dann ist diese Folge damit beendet. Okay. Weil ich bin hier am Po der Welt. Das ist echt gerade nicht witzig. Aber ich habe 8 Hühner jetzt hier geholt. Damit können wir auf jeden Fall unser Haus direkt an einem See. Ja, da können wir dann richtig schön was machen. Eigentlich sind wir auch doof. Ganz ehrlich. Aber ich war ja der Idiot, der vorgeschlagen hat. Komm, wir richten uns da unter diesem komischen, riesigen Ding, was laute Schatten wirft ein. Ich glaube, erstens haben wir das selber und zweitens sind wir tatsächlich doof. Fällt dir an der Tatsache, wir haben ein Haus direkt am See irgendwas auf? Nein. Nein? Ignorierst du gekonnt die Tatsache, dass es in Minecraft Angeln gibt? Ich habe noch nie eine Angel gecraftet in Minecraft. Ich sag ja, du ignorierst gekonnt die Tatsache, dass es Angeln gibt. Ja, das könnte sein. Weil wir hätten schon längst Fisch fangen können. Das ist so doof. Wir sind so dumm. Tja. Es ist doch nicht wahr, ey. Die Folge kriegt zwar wieder Überlänge, aber ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich da, nicht wieder. Naja, wenn wir mit der Erkenntnis, wir sind doof, enden, wird man uns das verzeihen. Und als Schlusserkenntnis nur noch, wir sind doof. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Einsicht ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. So, und ich pflanze jetzt Zeug. Wie? Er pflanzt Zeug. Grünes Zeug? Hallo? Ja, grünes Zeug. Und wehe, also schön da drüber schleichen, damit das mal klargestellt ist, sonst geht das kaputt. Kannst auch drüber laufen, solange du nicht drüber rennst, tut's niemandem weh. Also vorher war drüber gehen schon tödlich für die Dinger. Nee, nur drauf springen und drüber rennen. Okay, ich dachte... Kann ja auch einen neuen Weg bauen. Ja, das wäre gar nicht mal so unverkehrt. So, ich bringe jetzt eben noch dieses Huhn hier in die Truhe oder in den Ofen. Ist da noch Kohle drin? Ja. Oh, ich habe ja 8 Hühnchen und ein Kohle, wie passend. So, das ist auch das Ende der 26. Folge? 27? 26 klingt gut. 26. Folge von unserem Minecraft-LP hier auf lpg.de. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Gucken von irgendwelchen anderen Videos von Leuten, die wir nicht kennen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Duh.